Unter den tintenschwarzen Tiefen des Nordatlantiks, verhüllt in ewiger Dunkelheit und umhüllt von der unheimlichen Stille, liegen die skelettartigen Überreste einer vergangenen Ära. Die RMS Titanic, einst das Kronjuwel der White Star Line und Verkörperung des edwardianischen Luxus, ist jetzt ein tragisches Denkmal menschlicher Hybris. Sie verließ Southampton auf ihrer Jungfernfahrt am 10. April 1912 und trug in ihrem Bauch mehr als 2000 Seelen, jede mit ihren eigenen Träumen von einer neuen Welt. Doch für viele wurden ihre Träume grausam von den eisigen Wellen verschlungen. Ihr Schicksal besiegelt durch die katastrophale Begegnung des Schiffes mit einem Eisberg. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Passagier der dritten Klasse, wie die unglückliche irische Emigrantin Margaret Rice und ihre fünf jungen Söhne oder die 19-jährige schwedische Frau Augusta Charlotta Lindblom. Eingequetscht in den Bauch des unsinkbaren Leviathans, fernab vom Luxus der Erste-Klasse-Decks, was hätten sie in diesen erschütternden letzten Stunden erlebt? Es war eine Hierarchie des Überlebens, eine brutale Manifestation der Klassenunterschiede, die die Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts widerspiegelte. Als die erschreckende Realität ihres Schicksals aufdämmerte, fanden sich die Passagiere der dritten Klasse in einem gnadenlosen Tanz des Todes gefangen, eingeschlossen hinter Toren, Barrieren nicht nur aus Stahl, sondern auch aus gesellschaftlichem Stand. Wie das ergreifende Zitat von Schiffüberlebender Jack Tyer nachhallt: Die Geräusche von ertrinkenden Menschen sind etwas, das ich Ihnen nicht beschreiben kann, und niemand sonst kann es. Es ist das furchtbarste Geräusch. Begleiten Sie uns, wenn wir in die vergessenen Geschichten der Passagiere der dritten Klasse der Titanic eintauchen, deren Leben und Tod durch ihre Ticketklasse bestimmt wurden. Willkommen zum Tagebuch von Julius Caesar. Die Geburt des Leviathans, die Erschaffung der Titanic. Im Herzen von Belfast, Nordirland, begann das kolossale Ingenieurwunder, bekannt als die Titanic, im Jahr 1909 Gestalt anzunehmen. Untergebracht in der Werft Harland und Wolff, unter der Obhut des fleißigen Schiffbauers Thomas Andrews, war die Titanic mehr als ein Schiff. Sie war ein Zeugnis für die unsterbliche Bestrebung des Menschen nach Größe. Anekdoten über den Bau der Titanic wirbeln herum wie Flüstern auf der Meeresbrise. Eine solche Geschichte ist die fesselnde Erzählung von den 1 Million Nieten. Eine Gruppe von engagierten Arbeitern, oft humorvoll als Nietenbande bezeichnet, erhitzte und hämmerte in der Nähe von 3 Millionen Nieten, die kleinen Stahlnägel, die die Stahlplatten der Titanic zusammenhielten. Diese ungefeierten Helden trugen die physische Last der Schöpfung des Schiffes. Ihre Arbeit hallte mit jedem Schlag wider, der die Struktur des Schiffes formte. Die Kiellegungszeremonie, oft als Geburt eines Schiffes betrachtet, fand am 31. März 1909 statt. Von dort an begann das Schiff buchstäblich zu steigen, mit einem um sie herum errichteten Gerüst. Diese mammutartige Struktur, eine beachtliche 228 Fuß hoch, beherbergte den entstehenden Rumpf der Titanic. In diesem Schiffbaukokon nahm die Titanic ihren ersten Atemzug. Innovationen prägten den Bau der Titanic, mit einem doppelten Rumpfboden für erhöhte Stabilität, 16 wasserdichten Abteilen für erhöhte Sicherheit und einem umfangreichen Elektrosystem, das alles von Aufzügen bis Heizungen versorgte. Die Titanic war der Inbegriff von Fortschritten um die Jahrhundertwende und das Marconi-Funktelegrafiesystem an Bord steht als ein Paradebeispiel. Dieses frühe Radiokommunikationsgerät war wie die sozialen Medien seiner Ära. Es verband die Passagiere mit der Welt, selbst inmitten der Weite des Atlantiks. Trotz der beeindruckenden Sicherheitsmaßnahmen schwebte eine Prise Ironie über dem Bau. Für all seine modernen Abteile, die dazu gedacht waren, das Schiff vom Sinken abzuhalten, war die Titanic stark unterbesetzt, wenn es um Rettungsboote ging. Eine Entscheidung, die im Namen von Ästhetik über Praktikabilität getroffen wurde, sollte sich später als schaurig-tragische Fehleinschätzung erweisen. Die Titanic war die zweite von 3 Olympic-Klasse-Linern, die von der White Star Line in Auftrag gegeben wurden. Eine ikonische Reederei unter der Leitung des klugen J. Bruce Ismay. Ismay war entschlossen, ihren Hauptkonkurrenten, die Cunard Line, die 2 rekordverdächtige Liner vorweisen konnte, die Lusitania und die Mauretania, zu übertreffen. Die White Star Line entschied sich, Luxus und Größe über Geschwindigkeit zu stellen und strebte danach, die opulenteste transatlantische Reise zu ermöglichen.
Diese Entscheidung ritzte den Namen der Titanic für immer in die Geschichtsbücher der Seefahrt. Während ihrer Konstruktion wurde die Titanic oft als Schiff 401 bezeichnet, ein scheinbar alltäglicher Name für ein so illustres Schiff. Der Name Titanic wurde ihr erst verliehen, als sie bereit war, die Welt zu treffen. Dies geschah während einer einfachen, aber feierlichen Stapellaufzeremonie am 31. Mai 1911. Entgegen den üblichen Traditionen der Schiffstaufe gab es keine große Taufe mit einer Flasche Champagner. Die White Star Line hatte diese Praxis längst aufgegeben, was zur Einzigartigkeit des Schiffes beitrug. Und so verwandelte sich das Schiff 401 im Laufe von etwa 2 Jahren in die Titanic, ein Emblem des unermüdlichen Ehrgeizes der Zeit. Niemand hätte damals erahnen können, welches tragische Schicksal dieser Titan der Meere ereilen würde. Die Saat ihrer Reise wurde gesät im Echo der Nietenhämmer und den Schatten der hochaufragenden Gerüste, die einen unauslöschlichen Eindruck auf den Seiten der Seefahrtsgeschichte hinterließen. Elysium auf See, die unübertroffene Opulenz der Titanic. In der goldenen Ära der Ozeandampfer war die Titanic das Nonplusultra an Luxus und repräsentierte eine fast überirdische Sphäre des Prunks, die für ihre erste Klasse Passagiere reserviert war. Dieser prachtvolle schwimmende Palast war ein beispielloses Spektakel, eine Welt voller Pracht, die die renommiertesten Hotels der damaligen Zeit in den Schatten stellte. Als die Gäste im April 1910 auf das Schiff traten, wurden sie von der atemberaubenden großen Treppe begrüßt, dem schlagenden Herzen des palastartigen Ensembles der Titanic. Dieses architektonische Wunderwerk war aus feinster Eiche gefertigt. Ihre polierte Oberfläche reflektierte das Leuchten der kunstvollen Glaskuppel darüber. Die Krönung der Treppe war eine in einem kunstvollen Panel eingebettete Uhr mit dem Titel »Ehre und Ruhm krönen die Zeit«, ein ergreifendes Symbol, wenn man das Schicksal des Schiffes bedenkt. Doch die große Treppe war nur die Ouvertüre in der Symphonie der Dekadenz, die die Titanic war. Beim Spaziergang durch das Schiff begegnete man dem aufwendig dekorierten Speisesaal der ersten Klasse, einem Raum, der Eleganz und Charme ausstrahlte. Hier speisten angesehene Passagiere wie Oberst John Jacob Astor IV und Benjamin Guggenheim an üppigen Mahlzeiten, deren Silberbesteck unter den elektrischen Kronleuchtern glitzerte. Es wird gemunkelt, dass Chefkoch Auguste Escoffier, der König der Köche und Koch der Könige, Berater für die Speisekarte der Titanic war. Die köstliche Ironie war jedoch, dass das vielgepriesene à la carte Restaurant nicht Teil der White Star Line war, sondern an den italienischen Hotelier Luigi Gatti verpachtet wurde. Jenseits des Essens strebte die Titanic danach, eine Oase der Freude und Erholung zu sein. Das Fitnessstudio, unter der Leitung des begeisterten Herrn Thomas McCauley, war ein Wunderland der edwardianischen Fitness. Die Passagiere konnten das elektrische Kamel oder das mechanische Pferd ausprobieren, Geräte, die die Vorläufer der modernen Fitnessgeräte waren. Sie konnten auf einem mechanischen Rudergerät rudern und dabei auf die endlose Weite des Meeres blicken, ein Anblick, der ihrem Trainingsprogramm eine neue Dimension verlieh. Für diejenigen, die intellektuelle Unternehmungen suchten, verfügte das Schiff über eine gut bestückte Bibliothek, während die geselliger Veranlagten das Café Parisien oder den Rauchersalon genießen konnten, Orte, die die beliebten gesellschaftlichen Treffpunkte der damaligen Zeit nachahmten. Das Café Parisien insbesondere war ein einladender, sonnendurchfluteter Raum mit Ranggittern und Efeu, der die Illusion eines Straßencafés im Herzen von Paris bot. Kein Service auf der Titanic war ohne seinen Hauch von Intrige. Einer davon war das türkische Bad, ein exotisches Angebot in einer Ära, in der internationale Reisen ein Privileg für wenige waren. Hier konnten die Gäste in dampfender Hitze schwelgen, gefolgt von einem Sprung in ein Tauchbecken, das mit Salzwasser aus dem eisigen Atlantik gefüllt war. Dieses Baderitual, für viele eine Neuheit, wurde von Madame Aubard überwacht, einer Dame, die für ihre belebenden Massagen bekannt war. Die Titanic, in all ihrer Pracht, war mehr als ein Schiff. Sie war ein schwebender Mikrokosmos des Lebensstils der edwardianischen Elite, ein Refugium der Freude, des Komforts und der Opulenz. Die Passagiere der ersten Klasse auf ihrer Jungfernfahrt waren sich ihres drohenden Schicksals völlig unbewusst, verloren in dem Wirbel der Pracht, der ihr Zuhause auf See war. Hoffnungen und Träume unter Deck. Die Geschichte der Passagiere der dritten Klasse auf der Titanic.
Auf dieser schicksalhaften Reise im April 1912 war die Titanic nicht nur ein Zeugnis für den Höhepunkt der edwardianischen Opulenz, sie trug auch die Träume von einem neuen Leben für Hunderte von Passagieren der dritten Klasse. Diese hoffnungsvollen Seelen, die ihre Ambitionen in bescheidenen Koffern trugen, fanden ihre Quartiere unter Deck, weit entfernt von der Dekadenz, die die erste Klasse definierte. Die Unterkünfte der dritten Klasse waren ein Beispiel für Bescheidenheit, mit Zimmern für 2 bis 6 Bewohner, im krassen Gegensatz zu den luxuriösen Privatsuiten oben. Sie waren einfach eingerichtet, mit Etagenbetten, einem Waschbecken und einem kleinen Schrank. Aber selbst diese bescheidenen Quartiere stellten einen Fortschritt in den Reisebedingungen für die weniger wohlhabenden Passagiere dar. Die White Star Line hatte sich bewusst bemüht, besser als die Zwischendeckklasse auf anderen Schiffen zu sein und bot Annehmlichkeiten wie Bettwäsche und beheizte Kabinen an. Dennoch war die Erfahrung an Bord der Titanic für diese Passagiere ganz anders. Freizeiteinrichtungen waren bestenfalls bescheiden. Sie konnten sich im Gemeinschaftsraum für Musik, Lachen und Kameradschaft treffen. Anekdoten von spontanen Musiksessions und lebhaften Tanzsequenzen klingen mit dem Geist der Resilienz und geteilten Menschlichkeit unter diesen Passagieren. Irische Immigranten wie Margaret Molly Brown waren dafür bekannt, traditionelle gälische Lieder zu teilen. Ihre Stimmen schufen einen melodischen Ausweg aus der alltäglichen Routine. In Anlehnung an die kulturelle Vielfalt unter den Passagieren der dritten Klasse bot die Titanic Mahlzeiten an, die unterschiedliche Geschmäcker bedienten. Frühstücksartikel wie Haferbrei, geräucherter Hering und Jacketkartoffeln boten eine gesunde Nahrung, während die Abendkarten eine Reihe einfacher, aber herzhafter Gerichte zeigten. Die servierten Mahlzeiten waren ein Indikator für den multikulturellen Teppich, der die dritte Klasse bildete. Eine oft erzählte Geschichte ist die der Familie Goodwin, die auf dem Weg war, ein neues Leben in Amerika zu beginnen. Die 8-köpfige Familie musste mit minimalem Platz auskommen. Und doch machte der Abenteuergeist dieses Erlebnis für die Kinder zu einem aufregenden Erlebnis. Die engen Räume förderten ein Gemeinschaftsgefühl, in dem Geschichten, Bestrebungen und Freundlichkeit genauso bereitwillig geteilt wurden wie Brotlaibe. Doch nicht alles war perfekt. Das labyrinthartige Layout des Schiffes ließ diese Passagiere oft desorientiert zurück. Hinzu kamen die Sprachbarrieren, da viele der Passagiere der dritten Klasse Einwanderer waren, die nur wenig Englisch sprachen. Trotz dieser Hürden betrachteten viele Passagiere der dritten Klasse die Reise an Bord der Titanic als ein großes Abenteuer. Die jugendliche Kate Gilnack betrachtete die Reise als Tor zur Freiheit und erinnerte sich später an die Aufregung, die sie empfand, als sie das Schiff zum ersten Mal betrat. Für sie und viele andere war die Titanic ein Sprungbrett in eine hellere Zukunft. Interessanterweise hatten Kinder der dritten Klasse das Privileg, einen Teil des Luxus des Schiffes zu erleben. Die strikten Klassenbarrieren wurden für sie gelockert und sie durften Teile des Schiffes erkunden, die für Erwachsene sonst unzugänglich waren. Der ausgelassene 6-jährige Frank Goldsmith soll sich in den offenen Raum der 2. Klasse gewagt haben, wo er die IM gebotene Freiheit genoss. Das Schicksal der Passagiere der 3. Klasse war untrennbar mit ihrer Lage auf dem Schiff verbunden. Als das Unglück passierte, kam die Realität ihrer Situation scharf in den Blick. Während die Passagiere der 1. Klasse rechtzeitig gewarnt wurden, erfuhren diejenigen unter Deck erst von dem Eisberg, als Wasser in ihre Quartiere zu sickern begann. In dem darauf folgenden Chaos hatten viele Schwierigkeiten, die verwirrenden Wege zu navigieren, und Familieneinheiten, wie die Goodwins, gingen tragischerweise in den eisigen Tiefen verloren. Die Seelen des Meeres. Faszinierende Persönlichkeiten an Bord der Titanic. Ein Schiff ist nur ein Gefäß, belebt und charakterisiert durch die Menschen, die es bewohnen. Dies galt nie mehr als für die Titanic, deren kurze Reise von einer faszinierenden Besetzung von Charakteren bevölkert war, deren Geschichten durch die Geschichte hallen und unsere Fantasie fesseln. Die Geschichte der Titanic beginnt mit ihren Schöpfern. 2 Figuren stechen heraus: Thomas Andrews, der Designer des Schiffes, und Bruce Ismay, der geschäftsführende Direktor der White Star Line. Andrews war ein Mann, der von seiner Arbeit verzehrt wurde, der jedes Detail, jeden Nied besessen betrachtete. Seine Vision wurde in der gigantischen Form der Titanic zum Leben erweckt, eine Errungenschaft, die ihm große Freude bereitete, was während der Jungfernfahrt des Schiffes offensichtlich war. Ismay hingegen war ein Mann,
der von Ehrgeiz angetrieben wurde, stets auf der Suche nach Wegen, die Konkurrenz zu übertreffen. Sein Ziel für die Titanic war es, nicht nur das größte, sondern auch das luxuriöseste Schiff zu schaffen. Ein Ziel, das er erreichte, wenn auch mit tragischem Ausgang. Die Titanic beherbergte auch eine vielfältige Reihe von Passagieren, jeder mit seiner einzigartigen Geschichte. Unter dem glitzernden Ensemble der ersten Klasse war die unsinkbare Margaret Brown, eine Frau von Geist und Stärke. Nachdem sie buchstäblich und metaphorisch Gold gefunden hatte, war sie auf dem Rückweg aus Ägypten, als sie die Titanic bestieg. Sie ahnte nicht, dass sie sich durch ihre Führung und ihr Mitgefühl angesichts der Katastrophe den Spitznamen unsinkbar verdienen würde. Die Erzählung ändert sich stark, wenn wir in den Schiffskörper wechseln, wo die Besatzung schuftete. Männer wie Frederick Fleet, der Ausguck, lebten in einer anderen Welt als der Opulenz darüber. Fleet, der den tödlichen Eisberg entdeckte, aber machtlos war, die Katastrophe zu verhindern, bemerkte später betrübt, wenn wir nur Ferngläser hätten. Trotz des tragischen Endes leuchtete der Geist des Heldentums und der Selbstlosigkeit hell in den letzten Stunden des Schiffes. Kapitän Edward Smith, ein erfahrener Seefahrer, zeigte außerordentliche Fassung, befahl seiner Mannschaft bis zum Ende, seine letzten Worte halten das nautische Ethos wider. Seid britisch, Jungs, seid britisch! In der Zwischenzeit spielte die Schiffsband unter der Leitung von Wallace Hartley weiter und bot einen beruhigenden Refrain für das entfaltende Chaos, ihre Melodie ein ergreifendes Zeugnis für ihren Mut. Aber die Titanic war nicht nur über die Reichen oder die Besatzung, sie war auch ein Schiff der Hoffnung für Hunderte von Passagieren der dritten Klasse, die von einem neuen Leben träumten. Personen wie das 19-jährige irische Mädchen Annie Kelly, die nach Amerika reiste, um eine Haushälterin zu werden, erinnern uns an die vielen persönlichen Träume und Ambitionen, die an Bord des verhängnisvollen Schiffes waren. Und dann gab es diejenigen, die ein Element der Geheimniskrämerei zur Reise des Schiffes hinzufügten. J.P. Morgan, der amerikanische Finanzier hinter der International Mercantile Marine Company, sollte auf dem Schiff sein, sagte aber in letzter Minute ab. Seine glückliche Flucht war über die Jahre Gegenstand vieler Spekulationen und Intrigen. Doch bei all den geretteten und verlorenen Leben darf man das Vermächtnis des Schiffes nicht übersehen. Der Untergang der Titanic wurde zum Katalysator für bedeutende Verbesserungen in der Seesicherheit. Der Mann, der viele dieser Veränderungen anführte, war Harold Bright, einer der zwei drahtlosen Bediener der Titanic, der die Katastrophe überlebte. Seine Aussage über die Wichtigkeit von drahtlosen Kommunikationen in Notfällen beeinflusste die Entscheidung, rund um die Uhr Funkwachen auf Schiffen zu verlangen. Eine Zeitkapsel auf See, Entwirrung des Alltagslebens auf der Titanic. Als die Uhr am 10. April des Jahres 1912 Mittag schlug, begann die RMS Titanic ihre Jungfernfahrt von Southampton. Das Schiff, eine Verkörperung von Luxus und Technologie, war ein Mikrokosmos der edwardianischen Gesellschaft und das tägliche Leben an Bord war eine Mischung aus alltäglichen Routinen und großem Luxus. Der Tagesanbruch an Bord der Titanic wurde durch ein Klopfen des Stewards gekennzeichnet, mit einem freundlichen »Guten Morgen, es ist 7.30 Uhr«. Nach dem Anziehen würden die Passagiere zum Frühstück gehen. Diejenigen in der ersten Klasse genossen ihre Mahlzeit im prunkvollen Speisesaal mit Gerichten wie Eiern Argyle und gegrillten Hammelkoteletts. Im Kontrast dazu waren in der dritten Klasse die Mahlzeiten herzhaft aber einfach, serviert in Gemeinschaftsspeisesälen. Ein Echo der Kameradschaft der Gemeinschaft. Als die Morgensonne über den Atlantik strahlte, standen körperliche Aktivitäten auf vielen Tagesordnungen. Das Schiff war mit einem Fitnessstudio ausgestattet, das für Passagiere der ersten Klasse geöffnet war. Die Einrichtung, betrieben vom Trainer Thomas McCauley, rühmte sich mit modernster Ausrüstung wie Rudergeräten und einem elektrischen Kamel, einem mechanischen Trainingsgerät, das das Kamelreiten imitierte. Frauen der ersten Klasse konnten sich an der Bewegung beteiligen, wenn auch nur von 9 bis 12 Uhr vormittags, ein Zeugnis für die Geschlechternormen der Epoche. Nach dem Mittagessen summte das Deck vor Leben. Damen in ihren feinsten Kleidern spazierten auf der Promenade, während Herren oft bei Zigarren Gespräche führten. Kartenspiele wie Bridge und Whist waren beliebt, während einige Bücher aus der Schiffsbibliothek lasen. Die Nachmittage boten auch die Aussicht auf ansprechende Musikvorträge mit dem Schifforchester, das in der Lounge der ersten Klasse spielte.
Als die Sonne zu sinken begann, wurde das Anziehen zum Abendessen selbst zu einem Ereignis, insbesondere unter den Passagieren der ersten Klasse. Kleider, Juwelen, Smokings und Fracks waren die Norm. Der Speisesaal war ein Spektakel, das Klingeln von Kristall- und Silberbesteck hallte unter den elektrischen Kronleuchtern. Ein zehngängiges Menü, kunstvoll zubereitet von Chefkoch Charles Proctor und seinem Team, war der Höhepunkt des Tages. Während die erste Klasse im Stil speiste, war die Realität für die Passagiere der dritten Klasse anders. Sie aßen in Speisesälen, die einfach, aber gemütlich waren. Doch auch sie hatten Momente der Freude. Sie versammelten sich oft zur Musik und zum Tanzen in ihren Gemeinschaftsbereichen. Kinder tollten herum, ihr Lachen ein reizvoller Kontrast zur imposanten Pracht des Schiffes. Nach dem Abendessen verwandelte sich das Schiff in ein Unterhaltungszentrum. Passagiere der ersten Klasse konnten sich in die Lounge oder den Rauchsalon zurückziehen, Portwein oder Cognac genießen, während das Café Parisien mit seinen Gitterdekorationen und Topfpflanzen eine gemütlichere Atmosphäre bot. In der Zwischenzeit füllte das Orchester den Abend mit Melodien, deren Töne durch die Decks und Korridore strömten. Eine faszinierende Anekdote betrifft Lawrence Beasley, einen Passagier der zweiten Klasse, der sich jede Nacht in seine Kabine zurückzog, um zu lesen. Er enthüllte später, dass er in der verhängnisvollen Nacht vorhatte, vor dem Schlafengehen ein türkisches Bad zu nehmen. Eine Routinenänderung, die ihn schließlich dazu führte, die Kollision mit dem Eisberg zu beobachten. Als der Mond wachte, würden sich die meisten Passagiere in ihre Kabinen zurückziehen, das Ende eines weiteren Tages markierend. Aber für die Besatzung ging die Arbeit weiter. Sie hielt den Betrieb des Schiffes aufrecht und sorgte für den Komfort der Passagiere. In den Armen des Atlantiks. Das Schicksalstreffen der Titanic. Als die Uhr 11.40 Uhr schlug an der klaren, mondlosen Nacht des 14. Aprils 1910, durchschnitt die RMS Titanic stolz die eisigen Gewässer des Nordatlantiks und hielt ihrem Ruf als unsinkbares Schiff stand. Doch eine bevorstehende Katastrophe stand kurz davor, diese Vorstellung herauszufordern und verwandelte die erste Reise des Schiffes in seine letzte. In dieser schicksalhaften Nacht wurden die Ausgucke Frederick Fleet und Reginald Lee im Ausguck postiert. Plötzlich entdeckten sie eine riesige Masse vor sich, einen Eisberg, der bedrohlich aus der Dunkelheit aufragte. Fleet läutete dreimal die Glocke und telefonierte mit der Brücke mit der Nachricht: Eisberg direkt voraus. Der erste Offizier, William McMaster Murdoch, befahl ein harter Backboard und volles Zurück in dem Versuch, dem Eisberg auszuweichen. Aber die Zeit war nicht auf ihrer Seite. Die Titanic streifte den Eisberg und eine Reihe von Beulen war im ganzen Schiff zu spüren. Für den unwissenden Passagier mag es wie eine geringfügige Unannehmlichkeit erschienen sein. Aber wie wir heute wissen, war es alles andere als das. Der Eisberg hatte die Steuerbordseite des Schiffes getroffen, die Rumpfplatten eingedrückt und eine Reihe von Rissen geöffnet, die sich über eine Länge von etwa 300 Fuß erstreckten. Kapitän Edward John Smith, ein erfahrener Seemann, erkannte bald die Schwere der Lage. Nach Absprache mit dem Schiffsbauer Thomas Andrews war klar, dass die Titanic, die einst als unbesiegbar galt, innerhalb weniger Stunden sinken würde. Eine unheimliche Ruhe folgte auf den ersten Schock der Kollision. Als Notsignale in den Nachthimmel gefeuert wurden und die Funker Jack Phillips und Harold Bright verzweifelte SOS-Nachrichten über das Radio sendeten, begann die Realität durchzusickern. Die Titanic sank, Rettungsboote, tragischerweise zu wenige für die 2200 Seelen an Bord, wurden zu Wasser gelassen. Verwirrung brach aus. Frauen und Kinder zuerst, eine ungeschriebene Seefahrtsregel, wurde von den Offizieren unterschiedlich interpretiert. Während einige nur Frauen und Kinder zuließen, ließen andere Männer an Bord, wenn keine Frauen oder Kinder in der Nähe waren. Das erste zu Wasser gelassene Rettungsboot, Rettungsboot 7, hatte eine Kapazität von 65, ging aber nur mit 28 an Bord. Inmitten des Chaos spielte das Orchester des Schiffes, unter der Leitung von Wallace Hartley, weiter, in der Hoffnung, die Passagiere mit ihren Melodien zu beruhigen. Nearer, my God, to thee wurde als ihr letztes Lied berichtet, ein melancholisches Schlaflied für ein sterbendes Schiff. Eine Kuriosität ist hier erwähnenswert. Charles Jougin, der Chefbäcker des Schiffes, überlebte erstaunlicherweise die eisigen Gewässer. Er schrieb sein Überleben der beträchtlichen Menge Whisky zu, die er getrunken hatte und die ihn warm und schwimmfähig hielt,
bis er ein Rettungsboot fand. Nach 2 Stunden und 40 Minuten, um 2.20 Uhr am 15. April, verschwand die Titanic, einst ein Wunder menschlicher Erfindungskraft, unter der Oberfläche des Atlantiks. Als die Lichter des Schiffes ein letztes Mal flackerten, legte sich eine gespenstische Stille über das Meer. Die Unsinkbare war dem eisigen Griff des Atlantiks erlegen und hinterließ eine Nacht des Schreckens und ein Erbe, das nie verblassen würde. Eine eindrucksvolle Erinnerung an die Macht der Natur gegen menschlichen Ehrgeiz und ein Symbol für die Pracht und Verwundbarkeit einer vergangenen Ära. Ein Wettlauf gegen die Zeit, der herzzerreißende Kampf der Rettungsboote auf der Titanic. In den frostigen Fängen der atlantischen Nacht am 15. April 1910 waren die Decks der Titanic von Angst, Verzweiflung und dem aufwühlenden Lärm von Hunderten von Stimmen erfüllt. Das prächtige Schiff, nun gezeichnet durch einen kolossalen Eisberg, sank zunehmend. Inmitten des Schreckens erschienen die wenigen Rettungsboote an Bord der Titanic als Inseln der Hoffnung für die verzweifelten Passagiere. Obwohl die Titanic die gesetzlichen Anforderungen der damaligen Zeit übertraf, waren ihre Rettungsboote für die Anzahl der Seelen an Bord stark unzureichend. Das Schiff hatte eine Tragfähigkeit von etwa 3.500, aber seine 20 Rettungsboote konnten gerade einmal 1.178 retten. Dieses Defizit war jedoch keine Nachlässigkeit, sondern das Ergebnis einer bewussten Entscheidung des Geschäftsführers der White Star Line, J. Bruce Ismay, und des Schiffsdesigners Thomas Andrews. Sie waren der Meinung, dass ein Überschuss an Rettungsbooten das Deck verstopfen und die Ästhetik des Schiffes beeinträchtigen würde. Die grausame Ironie lag in der Tatsache, dass die Titanic die Kapazität hatte, 48 Rettungsboote unterzubringen. Der darauffolgende Evakuierungsprozess war genauso chaotisch wie herzzerreißend. Das Protokoll Frauen und Kinder zuerst kam zur Anwendung, aber seine Umsetzung variierte. Während einige Offiziere sich streng daran hielten, erlaubten andere Männern das Einsteigen, wenn keine Frauen und Kinder in unmittelbarer Nähe waren. Insbesondere der erste Offizier William Murdoch und der zweite Offizier Charles Lightoller, die das Protokoll unterschiedlich interpretierten, schufen Verwirrung unter der Besatzung und den Passagieren. Das erste zu Wasser gelassene Rettungsboot, Rettungsboot 7, konnte 65 aufnehmen, hatte aber nur 28 an Bord. Später verließ Rettungsboot 1, das für 40 Personen ausgelegt war, mit nur 12 Menschen an Bord, darunter Ismay selbst. Dieser Vorfall löste eine Kontroverse aus, die Ismay noch lange nach dem Untergang der Titanic verfolgte. Anekdoten von den Rettungsbooten weben ein Geflecht menschlicher Emotionen, Tapferkeit und Verzweiflung. Im Rettungsboot 6 steuerte Quartiermeister Robert Hitchens, während Molly Brown, eine Passagierin der ersten Klasse, und Aktivistin die Frauen ermutigte, zu rudern und warm zu bleiben. Ihre Reise zur Rettung war voller Streitigkeiten und Spannungen, wobei Hitchens darauf bestand, dass sie nicht für Überlebende im Wasser zurückkehren sollten, aus Angst, überflutet zu werden. Rettungsboot 14, unter dem Kommando des 5. Offiziers Harold Lowe, trug etwa 70 Passagiere. Lowe, der außergewöhnlichen Mut zeigte, übertrug seine Passagiere auf andere Boote und kehrte zu den Trümmern zurück, um Überlebende aufzunehmen, eines der wenigen Boote, die dies taten. Sie schafften es, 4 Männer zu retten, von denen einer leider im Boot verstarb. Vielleicht ist die ergreifendste Geschichte die des zusammenklappbaren Rettungsbootes. D-Offizier Lightoller stieß dieses Boot berühmt vom Schiff, als die Gewässer das Deck verschlangen. Etwa 20 Menschen kletterten darauf, klammerten sich an die Hoffnung inmitten der eisigen Wellen. Als die Morgendämmerung nahte und die RMS Carpathia eintraf, wurden die Überlebenden in den Rettungsbooten gerettet. Doch die Ereignisse der Nacht, die Geschichten der Rettungsboote und das Echo derer, die sie nicht retten konnten, waren für immer in die Geschichtsbücher der Seefahrt eingegraben. Echos vom Atlantik, herzzerreißende Berichte der Überlebenden der Titanic. In der eisigen Umarmung des Atlantiks, in der kühlen Morgendämmerung des 15. April 1910 erlag die Titanic ihrem schicksalhaften Ende im Wasser. Im Nachgang der beispiellosen Seefahrtskatastrophe hallten die Stimmen der Überlebenden wider und erzählten Geschichten von Horror, Hoffnung und dem menschlichen Geist. Eine solche Stimme war die von Violet Jessop, einer Stewardess der White Star Line.
Als Überlebensexpertin hatte Jessop den Zusammenstoß der Olympic, dem Schwesterschiff der Titanic, mit einem britischen Kriegsschiff im Jahr 1111 überlebt. Als die Titanic begann zu sinken, wurde Jessop ruhig und gefasst ein Baby übergeben, das sie in Rettungsboot 16 betreuen sollte. Sie berichtete später humorvoll in ihren Memoiren, wie eine Frau das Baby nach ihrer Rettung durch die Carpathia wegriss und nur sagte: „Ich bin seine Mutter." Jessops Leidensweg endete nicht mit der Titanic. In einer bizarren Wendung des Schicksals überlebte sie während des Ersten Weltkriegs ein weiteres Sinken an Bord der Britannic, dem anderen Schwesterschiff der Titanic. J. Bruce Ismay, der Geschäftsführer der White Star Line, war an Bord des berüchtigten Rettungsbootes 1, als die Titanic unterging. Ismay, eine kontroverse Figur, wurde von der Presse und der Öffentlichkeit verteufelt, weil er sich selbst gerettet hatte, während viele starben. Obwohl er sowohl vor amerikanischen als auch britischen Untersuchungsausschüssen aussagte, wurde sein Ruf unwiderruflich befleckt. Er verbrachte den Rest seines Lebens in relativer Dunkelheit, auf ewig gezeichnet durch die Tragödie. Auf einer erhebenderen Note erinnert man sich vielleicht an die Geschichte der unsinkbaren Molly Brown, der immer widerstandsfähigen Passagierin der ersten Klasse. Molly spielte eine entscheidende Rolle im Rettungsboot 6, indem sie die Frauen motivierte, zu rudern und sich warm zu halten. Später, auf der Carpathia, organisierte sie einen Überlebendenkomitee und leistete den Geretteten praktische Hilfe und emotionalen Beistand. Ihr unerschütterlicher Geist und ihre Handlungen nach der Katastrophe verschafften ihr einen liebenswerten Platz in der Geschichte der Titanic. Die junge Ruth Becker, zur damaligen Zeit gerade 12 Jahre alt, fand sich in der Hektik von ihrer Familie getrennt wieder. Sie landete im Rettungsboot 13 und musste hilflos zusehen, wie ihre Mutter und jüngeren Geschwister in einem anderen Boot herabgelassen wurden. Sie erzählte, wie die brennenden Bilder des sinkenden Schiffes, die qualvollen Hilferufe und die folgende absolute Stille sie jahrelang verfolgten. Ruth war jedoch nicht jemand, der in Elend versank. Sie ging dazu über, ein erfülltes Leben zu führen und arbeitete als Lehrerin in Massachusetts. Milvina Dean, wohl die letzte Überlebende, war erst 9 Wochen alt, als die Titanic sank. Ihr Vater kam bei dem Unglück ums Leben, aber sie, ihr Bruder und ihre Mutter überlebten. Milvinas Leben war durch finanzielle Schwierigkeiten geprägt und gelegentlich verkaufte sie ihre Titanic-bezogenen Erinnerungsstücke für ihren Lebensunterhalt. Im Zwielicht ihres Lebens schätzten andere Überlebende, Historiker und Enthusiasten ihre Anwesenheit auf Titanic-Konventionen. Jenseits des Eisbergs, die Mythen und Mysterien der Titanic. Eine Aura von Intrige und Mythos umgibt oft historische Ereignisse von großer Tragweite. Und die Geschichte der Titanic bildet da keine Ausnahme. Das Schiff in seiner Tragödie und Grandiosität ist zu einem Nährboden für faszinierende Geschichten und Vermutungen geworden, die das Mysterium des unglücklichen Schiffes nur vertiefen. An vorderster Front dieser Geschichten steht die Wahrnehmung der Titanic als unsinkbares Schiff, eine Vorstellung, die sich hartnäckig in der Populärkultur hält. Der Mythos entstand durch die fortschrittlichen Sicherheitsmerkmale der Titanic für ihre Zeit, einschließlich wasserdichter Abteile und Türen. Dieser unsinkbare Ruf wurde durch einige Pressestellen und das Werbematerial der White Star Line weiter verbreitet. Es ist jedoch wichtig zu klären, dass der genaue Ausdruck „das Schiff, das nicht einmal Gott selbst versenken könnte“, der oft einem Besatzungsmitglied zugeschrieben wird, wahrscheinlich ein Produkt nachträglicher, sensationslustiger Berichterstattung ist. Nichtsdestotrotz spielte die allgegenwärtige Vorstellung von Unbesiegbarkeit ihre Rolle, bei der sich entfaltenden Tragödie und beeinflusste Entscheidungsfindung und Evakuierungsverfahren. Eine weitere dauerhafte Legende dreht sich um die Mumie der Prinzessin Amun-Ra. Dieses ägyptische Artefakt wurde angeblich an Bord der Titanic transportiert und sein Fluch soll die Katastrophe verursacht haben. Obwohl dies faszinierend ist, gibt es keine dokumentierten Beweise für die Anwesenheit eines solchen Artefakts auf der Passagierliste. Dieser Mythos entstand aus der Faszination der Öffentlichkeit für die Ägyptologie zu dieser Zeit, gekoppelt mit der menschlichen Neigung, unerklärliche Katastrophen auf übernatürliche Ursachen zurückzuführen. Die Geschichte von William T. Stead ist ein weiterer merkwürdiger Fall. Ein renommierter Journalist, Stead war bekannt für seine unheimlich prophetischen Artikel über ein Schiff,
das sein Ende aufgrund unzureichender Rettungsboote findet. Stead selbst kam in der Titanic-Katastrophe ums Leben. Seine früheren Schriften, kombiniert mit gemeldeten Sichtungen seines Geistes auf dem Rettungsschiff Carpathia, schufen eine verlockende Legende. Gerüchte rankten sich auch um die Musiker der Titanic, angeführt von Wallace Hartley. Sie spielten bekanntermaßen bis zum Schluss, um die Passagiere während der Evakuierung zu beruhigen. Der Legende nach war ihre letzte Melodie die Hymne »Näher, mein Gott, zu dir«, ein Detail, das unter Historikern umstritten ist. Unabhängig davon hat ihr Mut ihnen einen festen Platz in der Überlieferung des Schiffes gesichert. Die Geschichte des glücklichen oder unglücklichen Schlüssels fügt ein weiteres Kapitel zu den Mythen der Titanic hinzu. Zweiter Offizier David Blair wurde im letzten Moment aus der Besatzung entfernt und nahm versehentlich den Schlüssel zum Krähennestschrank mit. Einige glauben, dass dieser Schrank Ferngläser enthielt, die den Eisberg rechtzeitig hätten entdecken können. Obwohl die Anwesenheit von Ferngläsern in dem genannten Schrank spekulativ ist, fügt die Geschichte dem Titanic-Saga ein Element von »Was wäre, wenn?« hinzu. Eine der eher weit hergeholten Theorien bezieht sich auf die Schiffszahl. In einem Spiegel liest angeblich 39904 die vermeintliche Rumpfnummer der Titanic »Kein Papst«, was angeblich religiöse Unruhen auslöste. In Wirklichkeit war die Rumpfnummer 401 und die Kein-Papst-Geschichte ist reine Erfindung. Im Kielwasser des Eisbergs, die Folgen der Titanic-Tragödie. Das letzte Notsignal der Titanic war kaum in die stille Weite des Nordatlantiks verklungen, als der Cunard-Liner Carpathia unter dem Kommando von Kapitän Arthur Rostron bei den ersten Lichtern der Morgendämmerung am 15. April 1912 auftauchte. In Reaktion auf die verzweifelten Hilferufe eilte Rostron mit seiner Besatzung zur Rettung der Überlebenden der Titanic, die zwischen Rettungsbooten und Trümmern im eiskalten Wasser verstreut waren. Als die Überlebenden an Bord kletterten, prallte die Realität der Katastrophe auf sie ein. Die unsinkbare Titanic war dem Meer zum Opfer gefallen und hatte mehr als 1500 Leben mit sich gerissen. Die Nachricht vom Untergang der Titanic schickte Schockwellen um die Welt und veranlasste verschiedene Parteien sofort zum Handeln. Zwei prominente Untersuchungen wurden eingeleitet, um die Katastrophe zu untersuchen. Eine vom Senat der Vereinigten Staaten, angeführt von Senator William Alden Smith, und die andere vom britischen Board of Trade, angeführt von Lord Mersey. Beide Untersuchungen, die während 1912 durchgeführt wurden, hatten ein gemeinsames Ziel: die Gründe für die Katastrophe aufzudecken und sicherzustellen, dass sich eine solche Tragödie nicht wiederholt. Smiths Untersuchung begann, während die Carpathia noch in New York vor Anker lag, und bot so Augenzeugenberichte von den Überlebenden. Zu den diskutierten Schlüsselthemen gehörten die unzureichende Anzahl von Rettungsbooten, die Geschwindigkeit des Schiffes und die Fahrlässigkeit der Besatzung bei der Beachtung von Eisbergwarnungen. Diese Untersuchungen brachten ein denkwürdiges Zitat des zweiten Offiziers Charles Lightoller hervor, der sagte: »Nach bestem Wissen und Gewissen ist es noch nie vorgekommen, dass ein Eisberg ein Schiff versenkt hat.« Eine Aussage, die angesichts der jüngsten Ereignisse eine schwere Ironie mit sich brachte. Die Untersuchung von Lord Mersey in Großbritannien bestätigte viele Erkenntnisse aus der US-Untersuchung, beleuchtete aber auch die Klassenunterschiede in der Katastrophe. Die Überlebensraten der Passagiere der ersten Klasse überstrahlten dramatisch die der Passagiere der dritten Klasse und unterstrichen die schweren sozialen Ungleichheiten der damaligen Zeit. Diese Untersuchungen führten zu erheblichen Änderungen in den Sicherheitsvorschriften der Seefahrt. Ein entscheidendes Ergebnis war die Gründung der Internationalen Konvention zum Schutz des Lebens auf See, SOLAS, im Jahr 1914. Die Konvention legte Standards für Rettungsboote, Crewausbildung und Eispatrouillen fest und veränderte die Sicherheit auf See für immer. Eine bedeutende Regel war, dass jedes Schiff ausreichend Rettungsboote für alle an Bord mitführen sollte. Eine direkte Antwort auf den Mangel der Titanic. Im Nachgang zur Katastrophe wandte sich die öffentliche Meinung gegen J. Bruce Ismay, den Geschäftsführer der White Star Line, der die Tragödie überlebt hatte. Seine Entscheidung, sich selbst zu retten, während das Schiff sank, beschädigte seinen Ruf und er trat 1913 von seiner Position zurück. Eine weitere faszinierende Entwicklung kam in Form von geänderten Kommunikationscodes.
Die Katastrophe führte zur Ersetzung des CQD-Notsignals der Marconi-Gesellschaft durch das heute allgemein anerkannte SOS. Die Titanic war eines der letzten Schiffe, die CQD verwendeten, und einige Berichte deuten darauf hin, dass sie auch eines der ersten war, die SOS verwendeten. Wie Walter Lord, ein renommierter Autor zur Geschichte der Titanic, treffend sagte: In ihrem Verlust kamen 1500 Menschen ums Leben. In ihrer Geschichte leben sie für immer. Ein Geist tauchte wieder auf. Die Geschichte der Unterwasser-Wiederentdeckung der Titanic. In den Jahrzehnten nach dem tragischen Untergang der Titanic blieb der genaue Ort ihrer letzten Ruhestätte ein Rätsel. Die scheinbar unüberwindbare Aufgabe, das Schiff tief im Abgrund des Nordatlantiks zu finden und zu erreichen, erwies sich für die Technologie der damaligen Zeit als zu herausfordernd. Die Geschichte nahm jedoch eine dramatische Wende im Jahr 1985, dank der Entschlossenheit und des Pioniergeistes von Robert Ballard. Ballard, ein Offizier der Marine der Vereinigten Staaten und Ozeanograf, war schon lange von der Geschichte der Titanic fasziniert. Mit einem neugierigen Geist, innovativem Denken und Unterstützung durch das Woods Hole Oceanographic Institution und das französische Forschungsinstitut für die Nutzung des Meeres machte sich Ballard daran, eines der langlebigsten Geheimnisse des Ozeans zu lösen. Am 1. September 1985 entdeckte Ballards Team nach wochenlanger Suche und dem Einsatz des fortschrittlichen unbemannten Tauchbootes namens Argo endlich das Wrack der Titanic. Etwa 13.000 Fuß unter der Oberfläche und etwa 370 Meilen vor der Küste von Neufundland wurde der Geist der Titanic endlich gefunden. Ein Jahr später kehrte Ballard zurück, diesmal an Bord des U-Bootes Alvin. Sie begannen eine gewagte Erkundung und fingen die gespenstischen Bilder der schattenhaften Silhouette der Titanic ein. Ballard sagte tiefgründig: »Wir sind die einzigen Besucher in einem Museum der Tiefe und wir müssen es als solches respektieren.« Die Erkundung ergab, dass das Schiff in zwei Teile gespalten war. Die Heck- und Bugsektionen lagen etwa 600 Meter voneinander entfernt, umgeben von einem ausgedehnten Trümmerfeld. Gegenstände des alltäglichen Lebens, von Weinflaschen bis zu Kinderspielzeug, lagen verstreut auf dem Meeresboden, bewegende Überreste der verlorenen Leben. Aber es war nicht nur eine Frage der Erkundung. Die Entdeckung entfachte eine große Debatte über die Ethik der Störung der Städte. Ballard, der die Städte als Seedenkmal betrachtete, hatte bewusst alles unberührt gelassen. Spätere Expeditionen, die von anderen durchgeführt wurden, zeigten jedoch nicht die gleiche Zurückhaltung. Artefakte wurden geborgen und Ausstellungen organisiert, was zu Kontroversen führte. Ballard gab später zu, es zu bedauern, dass er den rechtlichen Schutz der Städte nicht sichern konnte. Zu den Kuriositäten, die aus den Unterwassererkundungen hervorgingen, gehört das Phänomen der Rosteiszapfen. Diese komplexen Strukturen, die Eiszapfen ähneln, sind Nebenprodukte von Bakterien, die das Eisen des Wracks verzehren und das einst mächtige Schiff langsam zersetzen. Einige Wissenschaftler prognostizieren, dass von der Titanic bis zum Jahr 2040 möglicherweise nur noch ein rostgefärbter Abdruck auf dem Meeresboden übrig sein könnte. Trotz ihres verfallenden Zustands fasziniert die Titanic weiterhin Forscher und Forscherinnen. Im Jahr 2019 unternahmen Taucher eine gewagte Expedition zurück zum Wrack der Titanic. Die erste in 15 Jahren zeigte die zunehmende Zerfallsrate und unterstrich weiterhin die Notwendigkeit einer Erhaltung und respektvollen Erkundung. Es war tatsächlich Ballards Entdeckung, die die Titanic wieder ins öffentliche Bewusstsein rückte. Aber seine größte Leistung könnte darin bestanden haben, die Perspektive auf die Städte zu ändern. Von einem Wrack, das geplündert werden soll, zu einem Denkmal, das respektiert werden soll. Eine Stimmung, die vom Historiker John Maxtone Graham zum Ausdruck gebracht wurde, der bemerkte: Sie ist ein populäres Artefakt, ebenso sehr ein Symbol ihrer Zeit wie unserer. Wenn wir uns dem 100-jährigen Jubiläum der Wiederentdeckung des Wracks nähern, hallen Ballards Worte lauter als je zuvor und erinnern uns daran, dass das Vermächtnis der Titanic nicht nur in den geborgenen Objekten liegt, sondern in den Geschichten, die sie erzählen und dem Respekt, den sie gebieten. Ich habe mich entschieden, nichts zu nehmen, nicht die Heiligkeit der Städte zu stören, sagte er. Die Titanic ist kein Schatzschiff, es ist ein Denkmal. Von den Tiefen ins Rampenlicht, die kulturelle Wiedergeburt der Titanic und ihrer zeitlosen Denkmäler.
Die Titanic als Symbol für den Triumph und die Tragödie des menschlichen Strebens hat einen nachhaltigen Einfluss auf unser kollektives kulturelles Bewusstsein hinterlassen. Mehr als ein Jahrhundert später inspiriert ihre Geschichte weiterhin Filme, Literatur und eine Reihe anderer künstlerischer Ausdrucksformen. Der 1997 Film Titanic unter der Regie von James Cameron ist vielleicht das prominenteste Beispiel. Der Film fasst eindrucksvoll die Großartigkeit und das tragische Ende des Schiffs zusammen und macht ihn zu einem unvergesslichen visuellen Erlebnis. Mit einer ergreifenden Erzählung und dem klassischen Satz »Ich bin der König der Welt« berührte der Film ein weltweites Publikum und wurde zu einem Zeugnis für die anhaltende kulturelle Bedeutung des Schiffs. Aber das Kino ist nicht der einzige Bereich, in dem die Geschichte der Titanic eine Heimat gefunden hat. Die Katastrophe wurde in der Literatur verewigt, mit unzähligen Büchern wie A Night to Remember von Walter Lord, das akribisch die letzten Stunden des Schiffs chronisiert. Sogar die Musik blieb nicht unberührt. Gordon Lightfoots Ballade The Wreck of the Edmund Fitzgerald hallt mit den Echos der Titanic-Tragödie nach und zementiert ihren Platz in unserer gemeinsamen kulturellen Erzählung. Die Faszination der Titanic hat auch die Landschaften mehrerer Städte auf der ganzen Welt geprägt, wie die zahlreichen Denkmäler und Museen zeigen. Eines der bedeutendsten ist das Titanic Belfast, das auf dem Gelände steht, auf dem das Schiff gebaut wurde. Eröffnet im Jahr 2012 zum 100-jährigen Jubiläum der Titanic, bietet es einen umfassenden Überblick über das Schiff, von seiner Konzeption bis zu seiner bleibenden Wirkung. Die atemberaubende Architektur des Museums, die den Rumpf des Schiffs nachahmt, und seine Titanic Slipways sind ein Zeugnis für den Stolz und die Erinnerung der Stadt. Auf der anderen Seite des Atlantiks, im letzten Hafen des Schiffes, befindet sich die Titanic Museum Attraction in Pigeon Forge, Tennessee. Hier erhalten Besucher Bordkarten mit den Namen tatsächlicher Passagiere und Besatzungsmitglieder, was das Erlebnis persönlich und bewegend macht. Ausgestellte Artefakte stellen eine greifbare Verbindung zu denen an Bord des verunglückten Schiffes her. Das Sea City Museum in Southampton, von wo aus die meisten Besatzungsmitglieder der Titanic stammten, erzählt die Geschichte des herzzerreißenden Verlusts der Stadt. Sein Mittelpunkt, ein 1:25 Skala interaktives Modell des Schiffes, lässt die Geschichte der Titanic lebendig werden. Auch Denkmäler spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung der Erinnerung an die Titanic. Das auffällige Titanic Memorial in Washington, D.C., eine Statue eines Mannes mit zum Himmel ausgestreckten Armen, wurde von den Frauen Amerikas zum Gedenken an die Männer errichtet. Die größere Liebe hat kein Mensch als die, dass ein Mensch sein Leben für seine Freunde hingibt. Gleichwohl bemerkenswert ist das Titanic Musicians Memorial in Southampton, das den 8 Musikern gewidmet ist, die weiterspielten, als das Schiff sank und Trost durch ihre Kunst boten. Die Inschrift »Ihre Musik wird für immer gehört werden« symbolisiert ihr selbstloses Opfer. Wie der Historiker John Wilson Foster treffend bemerkte, die Titanic, Name und Ding, wird für alle Zeiten als Denkmal und Warnung vor menschlicher Anmaßung stehen. Während wir von dieser eindringlichen Reise ablegen, die die majestätische Bahn der Titanic von ihrer Geburt bis zu ihrem andauernden Nachleben nachzeichnet, bleiben wir fasziniert von ihrer Geschichte, einer Geschichte, die Kontinente und Jahrhunderte überspannt hat, eine Geschichte von Pracht und Leid, von Mut und Opfer, die in das Gewebe unserer gemeinsamen menschlichen Erzählung eingewebt ist. Ihre Geschichte ist nicht nur in den Geschichtsbüchern verzeichnet, sondern auch in das kollektive Bewusstsein eingeschrieben, verewigt durch Kunst, Literatur, Film und die vielen Denkmäler, die ihr zu Ehren errichtet wurden. In den Worten des Historikers Walter Lord: In jeder Katastrophe gibt es immer einen Punkt ohne Wiederkehr. Jenseits dessen wird nichts mehr so sein wie vorher. Die Titanic und ihre verhängnisvolle Reise veränderten für immer unsere Wahrnehmung des menschlichen Fortschritts und der Macht der Natur und dienten als eindrucksvolle Erinnerung an unsere Verletzlichkeit, trotz unserer hohen Ambitionen. Während wir die Strömungen der Zeit durchqueren, erinnern wir uns an die Titanic. Ihre Großartigkeit, ihre Tragödie und den unbeugsamen menschlichen Geist, der sich weigerte, unterzugehen, der weiterhin nachhallt, widerhallt und inspiriert. Während wir unseren eigenen Kurs steuern, mögen wir die Lehren der Titanic mit uns tragen, sie nicht nur in den Stahl unserer Schiffe, sondern in das eigentliche Mark unserer Menschlichkeit eingravieren.
Und während die letzten Echos ihres SOS in die stille Nacht der Geschichte verhallen, bleibt die Titanic allgegenwärtig. Sie flüstert ihre Geschichte denen zu, die zuhören würden, und erinnert uns an die Tiefe unseres Mutes und die Stärke unserer kollektiven Erinnerung.